Zurück beim Entscheidungsdrama. Greta und Emilia haben noch nicht gewählt. Als Erste darf Emilia. Ihr Traumtyp heißt Finn. Aber der war ja bislang an Greta vergeben. Ja, würde mich dann für Finn entscheiden. Ja, Finn. Neue Paarungszeremonie, neues Couple. Richtig. Hättest du gedacht, dass Emilia dich von Greta wegnimmt? Also ich muss wirklich sagen, ich weiß noch nicht genau, was sie sagen soll. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr stark von dir, so die Entscheidung zu treffen. Und wirklich richtig gut. Und ja, mal sehen, was auf uns zukommt, ne? Bist du auch bereit, Emilia kennenzulernen? Definitiv, klar. Aber für mich gab es halt so diesen einen Wow-Moment so, als ich hier reinkam. Und da stehe ich auch immer noch zu. Und das war bei Greta einfach. Ja. Mal schauen, was noch passiert. Es sind noch zwei Jungs übrig. Florian und Reno. Aber nur ein Mädchen. Greta. Du darfst dir deinen Prinzen aussuchen. Und der andere, der muss leider nach Hause. So, Greta. Verrat uns, für wen du dich entscheidest. Also ich denke, jeder weiß, die Rede war ein bisschen anders geplant. Aber so ist das Spiel hier bei Love Island. Ich glaube, mittlerweile kennt ihr mich alle. Mir fällt es ein bisschen schwerer, über Gefühle zu reden. Ich bin bei jedem Spaß dabei, aber Gefühle, das ist so eine Sache. Ich hoffe, ich bekomme hier noch das Twerken besser beigebracht. Und deswegen fällt meine Entscheidung heute auf Breno. Lieber Florian, damit ist deine Zeit hier bei Love Island leider jetzt schon zum Ende. Du musst deine Koffer jetzt packen und dann die Villa verlassen. Und ihr anderen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und Glück mit euren neuen und alten Couples. Und immer dran denken, wer hier alleine bleibt, der muss ganz schnell nach Hause gehen. Ach du Scheiße. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Das ist das, ne? Digga, du hattest echt keine faire Chance. Das ist tatsächlich nicht. Wir machen es wie die Jungs und sagen: Danke, Florian. Man hat mal Glück, man hat mal Pech. Aber du verdienst ganz klar eine Riesenpackung Glück.